erstmal gab es heute aus meiner Sicht zwei positive Dinge. Eins hat mit dem Fußball zu tun, eins nicht. Was ich mit dem Fußball zu tun hatte, war, dass meine Tochter heute Morgen um 4:45 zur Welt gekommen ist. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Glaube ich, das Wichtigste. Das andere, was ich heute positiv an meiner Mannschaft gesehen habe, ist die Tatsache, dass wir uns, glaube ich, sportlich fair verhalten haben. Wir haben hier versucht, alles Mögliche rauszuholen. Ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich möglicherweise verdient gewesen wäre, wenn wir einen Punkt hier mitgenommen hätten. Wir hatten sicherlich keine Ziele mehr, weil wir wirtschaftlich abgestiegen sind, genauso sportlich. Wir wussten natürlich, dass es hier für Turnierspor um alles ging. Es ging auch für andere Mannschaften um alles und wir wollten hier keine Wettbewerbsverzerrung aufkommen lassen. Insofern haben wir hier aufopferungsvoll gekämpft und alles gegeben. Also kann man uns zumindest keinen Vorwurf machen, was ja manchmal in Hamburg so aufgekommen ist, dass meine Jungs, das sage ich auch mal, von letzten Samstag bis Montag mit 10 Leuten nach Mallorca gefahren sind und man gesagt hat, die wollen überhaupt nicht mehr spielen. Wir haben die Woche vernünftig gearbeitet und trainiert und alles gegeben. Es hat für uns leider nicht gereicht. Es war vielleicht so ein bisschen das sinnbildlich für die Saison, wie sie gestanden hat, dass wir in entscheidenden Momenten die den Sack zumachen konnten bzw. die nötigen Punkte einfangen konnten. Für Turgemspor tut es mir natürlich außerordentlich leid, wenn man mit 42 Punkten absteigt. Das ist schon ganz bitter. Ich kann dem Verein für die Zukunft nur alles Gute wünschen und dass man sportlich dann auch wieder dahin kommen kann und möchte, dass man das schaffen. Das war's. Es ist ja deutlich zu sehen, dass Altona hier im Vergleich zu teilweise anderen Ergebnissen in den letzten Wochen... Gab es auch kritische Stimmen gegen Sie? Werden Sie nächste Saison noch Trainer von Altona 93 sein? Ich freue mich ganz besonders im nächsten Jahr weiterhin Trainer von Altona zu sein. Das ist hundertprozentig und die Mannschaft steht ganz klar zu mir, der Verein steht zu mir. Insofern gibt es da für mich überhaupt gar keine Probleme.